Hallo YouTube, hier bin ich wieder, heute mit einer Kurzreparatur unserer Waschmaschine. Siemens Vario Perfekt IQ 700. IQ steht wahrscheinlich für Intelligenzquotient. Die hat nämlich gemerkt, dass unser Abflussschlauch oder unsere Laugenpumpe verstopft sind. Das gibt sie aus mit einer Fehlermeldung E18 und wie im Intro schon zu hören, mit heftigen Gepiepse, sodass mein Sohn gedacht hat, irgendwo brennt es und ein Rauchmelder meldet sich. Was ist zu tun? Zuerst ein Putzlumpen unterlegen. Hier ist die Revisionsöffnung für die Laugenpumpe am unteren rechten Rand der Waschmaschine. Dann diesen Hebel ausklinken, das Teil nach unten klappen und ausrasten, indem man die linke Seite nach unten drückt und nach vorne zieht. Dann kann man die Klappe entfernen und hat mehr Platz zum Arbeiten. Der nächste Schritt. Hier sieht man den Wasserablaufschlauch. Damit kann man das in der Waschmaschine noch befindliche Wasser ablassen. Wenn man vorher mit Heißwäsche gewaschen hat, ich habe das nicht, dann sollte man aufpassen, da da Wasser mit 90 Grad rauskommen kann. Und das ist durchaus geeignet, um sich ordentliche Verbrennungen zuzuziehen, was ja keiner von uns will. Hier, dieser blaue Verschluss ist der Verschluss der Laugenpumpe und da sitzt wahrscheinlich das Problem dahinter. So, da ihr jetzt sehen könnt, hier haben wir maximal eine Handbreit Platz, brauchen wir ein flaches Gefäß, um das Wasser abzulassen. Ich habe da eine Kunststoffschale, die ich für solche Fälle vorhalte. Jetzt wird dieser Verschlussstopfen wie bei einer Luftmatratze herausgezogen. Ihr könnt den Schlauch mit der Hand zuhalten und jetzt langsam ablaufen lassen, bis euer Gefäß voll ist. Dann entweder zuhalten und mit einer zweiten Person, die ich hier jetzt nicht habe, das Gefäß entleeren lassen oder, wie ich es machen werde, den Stopfen, den ich hier halte, wieder in den Schlauch einführen und abgießen. Jetzt muss ich zum Waschbecken und das Wasser entsorgen. Das zeige ich euch nicht. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wie es geht. Ihr seht, gespült scheint das noch nicht zu sein, weil die Flüssigkeit doch noch sehr, ich sag mal, trübe ist. Das bedeutet also, da ist sicher noch Waschmittel und womöglich auch noch das ein oder andere Klümpchen Dreck dabei. Ja, aber jetzt ist zumindest das Wasser, was ich über den Schlauch ablassen kann, weitgehend draußen. Den Stöpsel mache ich gleich wieder dran, den Schlauch versorge ich, damit er mir nicht im Weg ist bei der kommenden Arbeit. So, um jetzt zu sehen, was sich dort verbirgt, kann man eben die Laugenpumpe ausdrehen und dabei nochmal Wasser fördern. Das kann man versuchen auch aufzufangen, wenn man ein ganz flaches Gefäß hat. Das habe ich jetzt hier aber nicht und insofern lasse ich das jetzt einfach in mein Handtuch sickern und hoffe, dass das ausreicht. Und schönerweise lässt sich der Verschluss auch noch bewegen, aber leider nicht so weit, dass ich ihn öffnen kann. Und das ist der ärgerlichste Fall der Fälle. Das bedeutet nämlich, dass das Problemstück, was dort drin sitzt, was auch immer das sein mag, den Drehmechanismus, also das Gewinde sozusagen, behindert. Das Ärgerliche an dieser Art Verstopfung ist, dass es nur eine sinnvolle Möglichkeit gibt, dem beizukommen. Und das ist, die Maschine von ihrer Hülle befreien und am Eingang der Laugenpumpe den Schlauch zu entfernen, den großvolumigen Schlauch, und von dort versuchen, den Fremdkörper aus der Pumpe zu befördern. Und
Sonst hat man nur die Chance, durch eventuell Wackeln und Bewegen das noch zu ändern. Aber ich habe hier anscheinend keine Chance und eigentlich gar keine Lust, das Ding auseinanderzunehmen. Ja, bisher bin ich nicht weitergekommen. Das heißt, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich werde also das Wasser abdrehen und, was ich bisher auch noch nicht gemacht habe, den Stecker aus der Steckdose ziehen, um jetzt das Gerät auf die Seite zu legen, um von der Seite an das Flusensieb heranzukommen, sprich an die Laugenpumpe heranzukommen und durch den Einschwemmschlauch den Fremdkörper zu entfernen. Das ist jetzt die nicht ganz saubere Waschmaschine von unten und ich habe mich damit jetzt mal beschäftigt. Ich denke, ich muss diese Schraube abnehmen, auf der Gegenseite noch eine, dann vorne aus der Öffnung der Pumpe noch die ein oder andere und dann könnte das schon hinhauen. Ja, das Schöne ist bei diesem Mini-Bosch-Schrauber, der Sechskant vorne passt genau auf die Schrauben, die ich ausdrehen muss. Glück gehabt. So, die lege ich mir jetzt irgendwo hin, wo ich sie auch wiederfinde. An der Seite, das sind 20er Torx, so wie das aussieht. Ja, auch dazu habe ich an meinem Schrauber hier die ideale Befestigung. Hier seht ihr die Schraube, die ich dort rausgedreht habe. Eine zweite gibt es auch noch. Und wie ihr vielleicht schon wahrnehmt, löst sich der Deckel ein bisschen. Ich scheue mich etwas davor, die ganze Verkleidung abzumachen und hoffe, dass ich jetzt so durchgreifen kann. Jetzt mache ich, ist mir das natürlich unten reingefallen, das macht aber nichts, weil der ist ja nach unten reinfällt und da komme ich schon wieder ran, wenn die Gelegenheit da sein sollte. So, jetzt habe ich den Ablaufschlauch hier rausgefummelt, kann also jetzt dieses Teil übrigens hier mit dem Nottüröffner einfach mal auf die Seite legen. Jetzt habe ich hier das Teil freigelegt. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Da geht also der Pumpenschlauch aus der Waschmaschinentrommel in die Pumpe. Und dieses Teil werde ich jetzt mit einer Zange öffnen, ein bisschen abziehen und hoffen, dass ich dann schon fündig werde, dass mir irgendwas entgegenkommt, was dann als Quelle des Verschlusses zu identifizieren ist. Vielleicht ein langer Nagel oder ich weiß nicht was, weil es hat sich ja überhaupt nichts getan durch das auf die Seite legen. Ja, und jetzt gehen wir da mal mit einer Zange ran, wenn ich hinkomme, das weiß ich nicht, das werden wir jetzt mal testen. Das läuft auf jeden Fall hier durch Zusammendrücken dieser beiden Klemmbacken. Ihr seht, wenn ich jetzt hier durch das Loch gehen könnte und euch die Sicht nehme, dann wäre ich da viel besser dran. Das mache ich jetzt einfach auch mal. Hab's immer noch nicht ab. Nur ein Stück verschoben. Jetzt ist es ab. Da können wir mal reingucken. In den Schlauch, den ich aber nicht so fotogerecht halten kann. Vielleicht mal die Scharfstellung auf den Schlauch, dann kann ich nämlich auch schön reingucken. Da sehe ich nichts. Und jetzt fasse ich mal in die Pumpe rein. Und da muss ich meinen Standort wechseln. Und jetzt fasse ich mal von unten in die Pumpe rein. Ja, da ist viel Zeug drin, was ich jetzt natürlich nicht sehen kann. So, in der Werkzeugkammer gewesen und einen kleinen Schraubendreher besorgt. Natürlich dürft ihr den dann auch gleich anschauen, damit ihr wisst,
welche Möglichkeiten meine Werkstatt bietet. Ja, hier ist der kleine Schraubendreher, so groß etwa wie ein Phasenprüfer. Und jetzt versuche ich mal damit, das Zeug hier, was da drin ist, irgendwie zu durchlöchern und zu zerkleinern. Jetzt ist schon irgendwas Schweres rausgefallen. Ihr habt es gehört, das ist ein Geldstück. Vielleicht hilft es ja schon. Nein. Aber immerhin. Geld ist ja nicht das Schlechteste, was man finden kann in so einer Situation. Weil dann wird man wenigstens für seine Arbeit bezahlt. So, hier. Sieht aus wie eine Maus, die ich da gefangen habe. Und mittendrin steckt ein langer Draht, der sich da mit verbunden hat. Ja, ich denke, jetzt werden wir das aufkriegen. Da fällt noch ein Geldstück raus. Also doppelt bezahlt. Ja, und jetzt könnt ihr auch sehen, warum das nicht funktioniert hat, weil diese Abdeckung hier viele Versteckmöglichkeiten bietet. Und wenn sich also hier irgendwas verfängt, noch aus dem Schlauch kommend, dann gibt es eben keine Chance, das aufzudrehen. Eine Lehre kann man auf jeden Fall aus dieser Aktion ziehen. Immer rechtzeitig das Flusensieb öfter mal reinigen, dass die Flusen, die sich da wohlmöglich über einen längeren Zeitraum verfangen, in diesem komischen Mechanismus, den ich euch vorhin gezeigt habe, dass die gar keine Chance haben auf dauerhaften Aufenthalt, sodass sich dann auch nicht irgendwas verfangen kann. Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen unprofessionell, das gebe ich zu. Aber der Zweck heiligt die Mittel. Und beim nächsten Mal mache ich es vielleicht auch ganz anders, nämlich doch die Frontblende ab. Wenn ich dieses Gefummel hier so sehe, dann ist das natürlich auch nicht wirklich der Weisheit letzter Schluss. So. Ich denke aber, dass das jetzt so ganz gut sitzt. Ich muss mal das Licht entführen, dass ich das kontrollieren kann. Ja, muss ich noch einmal ein bisschen die Schelle nach unten bewegen, damit sie weiter um den Schlauch drum sitzt, aber dann sollte das erledigt sein. So, ihr könnt jetzt durch Fingerfühlen feststellen, ob die Schelle überall über dem Einlaufstutzen sitzt, weil da sollte sie hin. Gut. So, jetzt kommt hier wieder das Teil für die Türentriegelung zum Tragen. Das muss wieder an der richtigen Stelle aufgeschraubt werden. Da sind aber sozusagen vorgeprägte Stellen. Ihr seht, das passt jetzt schon. Ja, ihr werdet jetzt denken, was hat der Mann eigentlich? Der hat ja noch nicht mal sein Geld geborgen. Und da habt ihr recht. Das muss ich auch demnächst noch machen. Ich weiß ja noch nicht mal, wie viel es ist. Mindestens 2 Geldstücke waren das. Mindestens. Ah, wisst ihr was? Ich sehe gerade, ich habe was vergessen. Hier, den Schlauch habe ich noch nicht wieder durchs Loch geführt. Und deshalb ist ganz gut, dass es nicht funktioniert hat. Sonst hätte ich es nachher wieder abschrauben müssen. Und wer will denn das schon? Dieses Teil ist übrigens an der sozusagen Oberseite oder auch an der rechten Seite, wenn die Maschine richtig rumsteht, mit einem kleinen Haken verhakt, damit das sozusagen seitenrichtig angebaut werden kann. Also den Schlauch ganz durchziehen, den kleinen Haken hier oben einhängen und den Sicherungsstift, den es da auch noch gibt, hier oben, also hier, dort, festmachen.
So, die hat gegriffen. Jetzt suche ich mal eben das Geld heraus, was in der Maschine liegt. Und jetzt setze ich die Wand wieder dichter dran, weil ich ja dann auch die anderen Schrauben schon wieder eindrehen kann. Nämlich diese hier. Und jetzt diese hier nochmal fest. Und die letzte, diese hier am oberen oder, wenn sie vor ihm steht, rechten Türrahmen. Ja. So, den Verschluss mache ich jetzt noch nicht wieder zu, weil ich mir den nochmal in Ruhe angucken möchte, wenn die Maschine wieder richtig rumsteht. Jetzt kommen noch die beiden Schrauben auf der Unterseite. Ihr erinnert euch, diese mit dem Sechskant, der einfach so hinten in meinen Akkuschrauber reinpasst. Hier. Die sind direkt bei den Füßen, diese beiden Schrauben. Alles nur moderat festziehen natürlich, damit ihr keine Schrauben überdreht. Jetzt geht die Maschine wieder aufwärts. So, jetzt geht es nach hinten und nachher wieder in der endgültigen Position. Hier seht ihr jetzt die Stelle, wo ich die Pumpe, das Ding ausgebaut habe. Da hinten drin seht ihr so ein Flügelrad, nennt sich das. Und das kann man, wenn es denn richtig funktioniert, frei bewegen. Das zeige ich euch jetzt mal hier mit dem Schraubendreher. Und das hat sich vorhin nicht mehr bewegt, deshalb hat die Pumpe nicht mehr abgepumpt. Und dieses Teil hier, das ist das, wo sich der Schmodder, den ich euch gezeigt habe, verhakt hat. Und das kommt jetzt auch frisch geputzt natürlich wieder hier rein, bis es senkrecht steht, deshalb dieser Pfeil nach oben. Und so ist gut. So, und wenn das gemacht ist, kommt zum Schluss auch noch die Klappe wieder davor, rechts eingeführt, links nachgeschoben und zu. Und jetzt sollte das Ganze wieder funktionieren. So, und jetzt zum Schluss kommt erst der Wasserschlauch wieder drauf. Wenn der drauf ist, da ist ja diese Wasserstoppfunktion, dann kann ich den Hahn auch gleich aufdrehen. Und jetzt noch den Stecker in die Steckdose und der Testlauf kann beginnen.